Parkhaus. Ich habe Hausverbot bei der Deutschen Bahn. Ich werde nämlich gelegentlich gebeten, mit mir im Prinzip fremden Selfies zu machen, was ich sehr gern tue. Oft trauen Leute sich nicht, mich zu fragen, und deswegen bin ich jetzt so übergegangen, selbst auf die Menschen zuzugehen. Und gerade in der Bahn fällt mir immer häufiger auf, die wollen das oft gar nicht. Speziell die Lokführer. Also Mietwagen. 9.30 Uhr. Ich fahre zum Flughafen und betrete die Mietstation. Ich habe mich für ein Auto mit einem Stern entschieden, falls Sie verstehen. Die haben laut Stiftung Warentest die beste Sitzheizung. Ich möchte einmal zu einem Auftritt fahren und die Menschen mit Worten begrüßen wie: Willkommen zu einem Abend feinsinnigsten Kabaretts. Ich bin vor 20 Minuten aus der Karre gestiegen und noch immer steht mein Arsch in Flammen. Hinter dem Tresen der Mietstation sitzt ein junger Mann. Ich frage ihn, ob er ein Selfie möchte. Er verneint. Dann erkläre ich ihm, ich hätte ein Auto gebucht. Er empfiehlt mir noch eine Versicherung. Vollkasko, alles inklusive. Glas, Reifen, die Befreiung von jedweder Selbstbeteiligung, Wildunfälle, Zeckenbefall und marodierende Beduinen, Kometeneinschlag und wenn die Körperfresser kommen. Kostspielig, aber es ist doch ein gutes Gefühl, abgesichert zu sein. Mach ich. Und bitte denken Sie daran, doziert der Mann, den Wagen vor Abgabe wieder voll zu tanken, sonst wird es teuer. Ja, wie teuer denn? Wir berechnen eine Pauschale von 198 Euro. Ernsthaft sage ich, 198 Euro, das ist aber viel Geld. Davon müssen manche Menschen einen ganzen Monat leben. Es tut mir leid, aber das ist die Pauschale. Der Wagen befindet sich auf Stellplatz 367, Ebene A2, nordwestlich im Souterrain des südlichen Parkhauses P4. Wo? Stellplatz 367, Ebene A2, nordwestlich im Souterrain des südlichen Parkhauses P4. Ist an sich leicht zu finden. 10 Uhr, ich bedanke mich. 11 Uhr, ist an sich nicht so ganz leicht zu finden, der Stellplatz. Wie groß ist diese Anlage denn, verdammt? Laufe seit einer Stunde rum. Na komm, ich rufe die Hotline des Vermieters an. Ich soll, wenn es um ein bereits geliehenes Fahrzeug geht, die 1 drücken. Beim abgegebenen die 2, beim Unfall die 3, beim Auffahrunfall zweimal die 3, bei einer Reifenpanne die 3 und 2 im Sinn und bei allen anderen Anfragen mit dem Mund hupen und wieder auflegen. Ich drücke die 1 und eine digitale Frauenstimme sagt: Um zu berechnen, ob Sie noch erleben, dass wir diesen Anruf annehmen, geben Sie bitte über die Tastatur Ihr Alter ein. Ich tippe 12. Die digitale Stimme sagt, das wäre zu alt. Ich lege auf. 12.40 Uhr. Ich habe jetzt schon länger keine Seele gesehen. Ich müsste heute Abend mal auftreten. Also gut, mit dem schnellen Auto hole ich die Zeit wieder raus. 14.10 Uhr. Füße tun weh. Gehirn auch. Wo ist der Scheißstellplatz? 17 Uhr. Keine Menschen seit 5 Stunden. Der Hunger zermürbt mich. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich trete mit Absicht auf eine humpelnde Amsel und esse sie. Mein Handy-Akku ist leer. 20.20 Uhr. Ich habe den Auftritt in Brackwede verpasst. Dafür aber würdelos gegen einen verstaubten Passat mit Gütersloher Kennzeichen gekackt. Bravo. Schreie testweise um Hilfe. Reiß dich zusammen, ermahne ich mich. 23.17 Uhr. Schätze, ich bin nun im südöstlichen Halbsouterrain des westlichen Winkels von Ebene C. Hab mir Kompass aus meiner Gürtelschnalle gebaut. Funktioniert aber nicht. Dafür rutscht jetzt meine Hose. Da hinten flackert Licht. 23.25 Uhr. Es war nur das Bernsteinzimmer. 1.40 Uhr. Da ist ein Schild. Text. Noch 2 Tagesritte bis Achtel Souterrain Ebene 4, Holodeck Römisch 2, Kapitel 19. Ich weine ein bisschen. 2.12 Uhr. Unfassbar. In den Schatten des Gewölbes sitzt ein uralter Mann. Ich habe noch nie ein so faltiges Gesicht gesehen. Er isst Insekten und wirkt ziemlich fettig. Ein Mensch, murmelt er. Jo, sag ich, streck ihm meine Hand hin. Sträter. Er nickt und sagt: Erich Honecker.
Boah, sage ich, ich dachte, Sie wären tot. Unsinn, ich wollte nur meinen Leihwagen abgeben und dann nach Chile fliegen. Möchten Sie ein Selfie, frage ich. Nee. Haben Sie irgendwo meinen Freund gesehen? Was für ein Freund, sage ich. Eine Amsel. Nee, sage ich. Schade, was suchen Sie eigentlich? Stellplatz 367, Ebene A2, nordwestlich im Souterrain des südlichen Parkhauses P4. Das, sagt Honecker, ist etwa eine Stunde Marsch in diese Richtung. Sehr dunkel. Gehen Sie aber nicht in die Minen von Moria, immer geradeaus. Besten Dank, sage ich. Kann ich was ausrichten, wenn ich rausfinde? Sagen Sie allen, murmelt Honecker, dass ich zurückkehre und dann herrscht an der Grenze wieder Schießbefehl. Och, Ihre Leute arbeiten dran, sage ich. Dann baue ich mir eine Fackel. 4.32 Uhr. Ich glaube, ich habe den Stellplatz gefunden. Leuchte mit der Fackel, die ich mit meinem T-Shirt und Feuerzeugbenzin gebaut habe. Dunkel hier. Ich sag, ein Cabrio? Boah, yo, mit Stofferdeck. Hammer. Ups. Zu dicht mit der Fackel dran. Verdeckert Feuer gefangen. Immerhin ausreichend Licht gerade. Was steht denn da? Die Bundeslade. Krass. Jetzt aber weg hier. Ach scheiße, ich hab den Autoschlüssel auf dem Tresen liegen lassen. 4.35 Uhr. Ich würde es gerne blumig umschreiben, aber der Benz brennt. Rückzug. Im Feuerschein sehe ich den Notausgang. 5.05 Uhr. Bin wieder im Flughafengebäude. Der Autoverleih macht erst in 3 Stunden auf. Also warte ich. Ich habe 50 Euro dabei. Das reicht hier für 3 Kaffee. Der Wagen dürfte mittlerweile explodiert sein. Gott sei Dank habe ich Vollkasko. 8 Uhr. Morgen, sage ich zum Mietwagenmann. Ich stehe da mit nacktem Oberkörper, Federn im Mundwinkel und stinke nach Rauch. Ich glaube, ich habe den Autoschlüssel liegen lassen. Der Mann sagt, könnte ich ein Selfie haben? Nee, sage ich. Ich glaube, ich habe eine Macke ins Auto gemacht. Ach, Sie sind ja versichert. Und gefahren sind Sie ja auch nicht. Stimmt, sage ich. Aber ich glaube, der Tank ist trotzdem leer. Ja, das kostet dann leider 198 Euro. Und das ist, wie gesagt, viel Geld. Da müssen manche Menschen einen ganzen Monat mit auskommen. Aber in diesem Moment kam es mir gar nicht so teuer vor.